Hi zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio Megabase. In der heutigen Folge werden wir uns um blaue Wissenschaftspakete kümmern. So, gut. Ich habe seit dem letzten Mal ein klein bisschen Vorarbeit geleistet. Und zwar auf der einen Seite fahren die Züge jetzt nach hier und liefern hier ab. Ich habe hier alles endlich auf blau umgeändert, was ich ja schon seit Ewigkeiten machen wollte. Und ich habe das hier gepflastert und schon mal, ups, hier sind wir. Und hier schon mal die neuen Zughaltestellen für die lila Produktion hergetan. Genau. Also wir befinden uns im Endeffekt in dem linken oberen Quadrat. Und das heißt, wir werden auf jeden Fall noch ein zusätzliches Gebiet benötigen, wahrscheinlich oberhalb von hier, wo wir dann halt die restliche Wissenschaft noch produzieren. So, das allererstes kommt dieser Kandidat hier hin. Und momentan habe ich leider ein paar kleinere Problemchen mit Eisenerzanlieferung. Da kümmern wir uns in der nächsten Folge drum. Es wird mehr oder weniger jeder einzelne Außenposten, jede einzelne Schmelzanlage wird ihren eigenen Außenposten bekommen. Und das werden wir nächste Folge machen. Ja. Ich meine, ohne Eisenplatten keine Granaten, ohne Granaten keine Wissenschaft. Ist so. Gut. Also. Ich hoffe, euch hat die Sonntagsfolge gefallen. Hier schön mit... Ach ja, ich habe mal ein paar Raketen in die Luft gejagt. Hatte zufällig das Material gerade übrig. Also ich hoffe, euch hat die Modded-Version gefallen. Mir hat sie auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht zum Aufnehmen. So. Dann würde ich mal sagen, starten wir. Ups. Okay. Also. Ach ja, das ist wieder das Problem mit den 30 Gleisen, gell? Hallo? Ach so, okay. Das ist das Problem mit den 30 Gleisen. Das bekommen wir aber hin. Okay. Hier kommen drei von denen und eins von den blauen, von denen hier rein. Und hier ist das gleiche. So. Wir benötigen insgesamt, jetzt lassen wir mal kurz schauen, 44. So. Das heißt, 11 pro Seite. Erklärung folgt auf dem Fuß. Okay, 2, 4, 6. Okay. Also, wir haben innen. Ah ja, im Endeffekt wieder das gleiche Prinzip wie fast immer. Mit der einzigen Ausnahme, dass wir Gleise außen laufen lassen, einfach weil wir da so viele davon benötigen. So. Okay, das reicht. So, jetzt brauchen wir noch Strom. Und dann kopieren wir den ganzen Spaß. Also 2, 4, Moment. Okay, jetzt habe ich hier 2, 4, 5, jetzt habe ich 10. Im Endeffekt brauchen wir aber 11. Hallo?
So. Wir benötigen 11. Ups. Okay. Und das brauchen wir insgesamt 4-mal. Wir brauchen nämlich 4 volle Bänder. Das lassen wir mal kurz überlegen. Wir brauchen nämlich 4 volle Bänder mit Gleisen. Das heißt 1, 2, 3, 4. Ich glaube, ich kann sogar 22 hier hinsetzen. Wenn mich nicht alles täuscht. Das hier ist nicht richtig. Ah. Okay, besser. So. Jetzt haben wir es. 2, 4, 6, 8, 10. Und 11. Ups. Okay, perfekt. Dann ist das schon mal erledigt. Und darunter, also jetzt hatten wir hier 22 haben wir. Wir brauchen 44. Das heißt, okay, 1, 2, 3. Hier, hier und dort und da noch und der kommt weg. Und schon haben wir genügend Strom. Also nein, wir haben die Stromverbindung. Jetzt brauchen wir bloß noch Strom. Besser. Okay. Also dann haben wir das schon mal. Jetzt lass mich mal schauen. Das ist der Teil, der hier hochläuft. Das ist, glaube ich, eins zu weit drinnen. Weg. Du kommst weg. Ich bin ehrlich gesagt froh, wenn wir dann endlich mal wieder richtig forschen können. Also, auf das freue ich mich schon. Ich meine, ich muss mal kurz gucken. Aber die meisten Forschungen, ja, bis auf die hier. Aber sonst brauchen eigentlich fast alle alles. Ja. Also eine reine Lila-Forschung haben wir nicht mehr. Schade. Okay, gut. Also dann haben wir das Grundgerüst im Endeffekt jetzt schon mal stehen. Dann sollten wir uns jetzt mal darum kümmern, wo was runterläuft. Also, du holst Stahl. Ja. Also, Stahl.
Stahl, Abholung 1, volle Frachtladung und los geht's. Gut. Was machst du? Ziegelsteine. Okay. Steinschmelze, Anlieferung, Abholung. Volle Frachtladung und los geht's. Da fahren wir mit, weil da möchte ich euch auch noch was zeigen. So. Dann, was haben wir denn hier noch? Grüne Schaltkreise. Okay, grüne Schaltkreise wird ein bisschen komplizierter. So, ich habe mir erlaubt, diese Seite hier zu kopieren. Und wir haben jetzt im Endeffekt die doppelte Steinproduktion. Hier ist unser Mr. Stahl. Ja. Früher oder später werden wir trotzdem noch wahrscheinlich eine eigene Steinschmelze bauen müssen. Aber früher, eher später als früher. Sagen wir es mal so. Momentan funktioniert es so noch ganz gut. Ah, danke. Mhm. Zu welchem fahrst du? Grünen Schaltkreis, Abholung 1. Gut. Also, du fährst zu grüne Schaltkreise, Abholung 1 und du hast eine volle Frachtladung oder Inaktivität von 10 Sekunden und los geht's. So, dann kommst du zu roten Schaltkreisen, rote Schaltkreise, Abholung, volle Frachtladung und natürlich die Inaktivität. Ups, nein. Die Inaktivität zu 10 Sekunden. Das ist einfach so ein Schutz, damit, wenn es sich hier zum Beispiel staut, ne, wenn unser Kumpel hier jetzt einfach nicht schnell genug voll wird und jetzt der Zug hier auf einmal da ist, weil er seine 6,5 km ausgeliefert hat, dann kann es halt gut möglich sein, dass alles sich staut. Ja, oder hier, wenn der Kandidat gerade zufälligerweise da ist. Hier muss ich dann halt auch noch die Bedingung mit hinzufügen. Inaktivität 10 Sekunden. Ja, es geht halt einfach nur darum, dass halt sich der ganze Scheiß hier nicht staut. Weil das unter Umständen doch mittlerweile recht nervig ist. Ich hatte das Problem heute hier wieder. Oder ich habe das Problem hier wieder. Es ist einfach... Ja, wie soll ich sagen? Der wird jetzt gerade betankt. Der hier auch. Und wenn er dann zurückfährt... Mit Pech will er hier hoch. Es ist aber hier alles gestaut. Also kommt er nirgendwo hin. Ah, der Kandidat will hier rein. Ja, das ist... Also das... System, was wir uns ausgedacht haben, ist jetzt nicht so der Bringer. Ja, unsere Bases werden jetzt halt hier... Also wir sollten Artillerie demnächst auch mal eventuell testen. Weil das habe ich selber, um ehrlich zu sein, noch nie gemacht. Den haben wir, den Kandidaten. Ja, den müssen wir nun losschicken. So, wo kommst du hin? Ah, Eisen. Wie schaut es momentan mit der Eisen aus? Also, hier haben wir 2, hier haben wir 4, hier haben wir 2. Ach ja, hier. Das ist Abholung 2. Da ist momentan Kapazität und da blockiert er nicht recht viel. Ups. So, Eisen. Eisenschmelze, Abholung 2. Volle Frachtladung und los geht's. Gut. Und du, mein Freund, bist Stein. Du fährst einfach zum Steinaußenposten, würde ich sagen. Stein, Außenposten 2, volle Frachtladung und los geht's. Okay.
Ich wollte noch ein Radar verteilen. Ja, oh. Und zwar hier. Ja. Das schaut gut aus. Hier drüben sollten wir vielleicht auch noch eins verteilen. Oh Gott. Ich habe mich schon wieder tot gesehen. Okay, perfekt. Hä? Das hier ist seltsam. Okay, jetzt passt. So, dann fangen wir mal an. Wir brauchen Stahl. Oh, ganze drei Leitungen. Jetzt darf ich wieder mein Balancer-Book auspacken. Mein Balancer-Buch. Und zwar 4 Linien zu 3. So. Ach, Menno, noch größer geht's nicht, ja? Kann man nichts machen. So. Okay, dann haben wir das schon mal. Dann, da brauchen wir im Endeffekt nur 2 Stück, das passt soweit schon mal. Okay, dann lassen wir 2 Platz. 1 Platz meine ich. Das geht hier auch wieder bloß. Ups. Steuerung X. Okay. Steinziegel sind das, gell? Ja. Okay. Da brauchen wir sogar bloß 1,3, um genau zu sein. Dann benötigen wir unbedingt. Oh, ganze 3 Bänder wieder. Kann ich den hier vielleicht woanders hin? Oh, ja. Aber das passt hier wieder nicht hin, ne? Ups. Oh, 3 Bänder, das ist eher nicht so schön. Okay. Schauen wir mal. Das sind 2, 3, 4. Okay. 3 Bänder. Hier wieder das da. Okay, passt.
Hä, wo bleibt er denn? Ach, ja. Inaktivität. 10 Sekunden. Das Problem hatte ich irgendwie nicht mit bedacht. Okay, wir brauchen im Endeffekt nur ein Band. 1,3 Bänder, also zwei Bänder, sage ich jetzt mal. Von dem hier. Oh ja, das war knapp. Eisen, 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 Eisen. Oh, 19,5 Bänder voll. Ja, das kann ich mir jetzt so kaum wieder vorstellen. Das ist 19,5 Bänder von Boxes and Lines. Okay. Es geht ja hier um die Eisenstangen im Großen und Ganzen. Okay. Jetzt ist der Außenposten wirklich defekt. Naja, wir werden Rache nehmen. Würde ich mal sagen, oder? Wir werden auf jeden Fall Rache nehmen. Okay. Ah ja, wir brauchen im Endeffekt nur ein Band voll mit Eisenplatten. Die Gefahr ist bloß, dass irgendwann mal was anderes zerstört wird. Und ich das dann halt vielleicht nicht mitbekomme. Okay, und Stein? Stein benötigen wir. Oh, ganze zwei Bänder voll. Also nicht ganz zwei Bänder, aber annähernd. Na. Und drüber damit. So. Gut. Dann schauen wir mal, mit was das mal anfangen. Ich würde fast sagen, wir starten als allererstes. Mit der Produktion für. Schienen. Das heißt, wir brauchen als erstes die Eisenstangen. Okay, 6, 8. So. Beziehungsweise, das machen wir ein bisschen anders. Uiuiuiui. Ich glaube, ich bin heute irgendwie nicht ganz bei der Sache. So, vom Prinzip her wieder das gleiche. Ups, falsch.
Okay. Dann haben wir das schon mal. Jetzt müssen wir das noch kopieren. Und hier einfügen. Das schaut gut aus. Und dann brauchen wir nur noch Eisen. Das Eisen kommt hier. Und dann brauchen wir noch Strom. Perfekt. Jo. Ah, Mann. Irgendwie hatte ich das anders geplant, als ich die Greifer in die Arme gesetzt habe. Okay, perfekt. Und jetzt Schienen, Schienen, Schienen. 16,7. Wir brauchen eigentlich eine mehr. Bekommen wir die da noch hin? Warum nicht? So. Oh, das wird blöd. Ja. Besser. Okay. So, und jetzt brauchen wir im Endeffekt 17,6 Maschinen mit, die dann 4 Bänder befüllen. Wow. Also 16 Maschinen, 18 Maschinen mit 4 Bändern. Mal gucken. Besser. 16 Maschinen mit 4 Bändern. Das heißt 4 Maschinen pro Band. Okay. Du brauchst wahrscheinlich Stahl. Hä? Okay. Also Steinstahl und Eisenstangen. Jeweils in einer. Oh ja, okay. Also eigentlich fast 3 Bänder hier rein. Wie viel baust du? 2 Gleise. In alle 0,5 Sekunden. Okay, also hier kommt ein Gleis. Ich glaube, ich lasse oben einmal Stein durchlaufen und unten einmal Stein. Ups. Okay, also wir haben dreimal das da und einmal das da. Okay, perfekt. So. Das ist jetzt die Frage. Ich natürlich das wieder wegtan, wo ich sehe, was ich für oder wie viel Anzahl oder was für Anzahl das an Bänder, das ich eigentlich benötige. Oh, ja, ich brauche überall 2 Bänder. Also, ich glaube, das wird jetzt fast komplizierter als erwartet. Okay, jetzt nehmen wir das erstmal weg. Ich möchte das ein bisschen anders haben. Okay. Also.
einmal Eisen und einmal das andere Band. Ich möchte zwei Greiferarme von draußen haben. So. Hier ist wieder das Problem. Zwei von außen. Das wird jetzt sehr abenteuerlich. Okay. Und wie machen wir das jetzt? Stromtechnisch kann ich eigentlich mal einen hier hinsetzen. Was wird jetzt wieder angegriffen? Ah, der nächste Außenposten, schön. Ja. Okay. Der hier geht dann nach draußen. Okay, 2, 4, 6, 8. Okay, dann hat man das da, das muss hier hin, das muss dorthin. Wird schon werden, würde ich mal sagen. Oh. Okay, da habe ich jetzt hiervon schon mal zwei Bänder. Schaut gut aus. Und hier unten der Rest. Bam, bam, bam. Sehr schön. So, dann würde ich fast sagen, du läufst hier in die Mitte. Okay, und das hier wird ein bisschen anders werden, denke ich. Wir haben ja die Möglichkeit, oder wir haben ja das Verlangen fast schon. Das hier nach oben zu laufen. Laufen zu lassen. Okay. Ach, weißt was. Okay, perfekt. Dann sollte... Ups. Das hier durchlaufen. Ups. Das hier auch verkehrt rum. Also was heißt verkehrt rum? Nach oben. Das hier auch. Und drüber. Dün, 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 dün. Okay. Das hier ist der Stein. Und ups. Hier kommt der Stahl.
Nummer 1. Stahl Nummer 2. Die Konstruktionen von mir werden, glaube ich, auch immer abenteuerlicher, oder? Oh, bei mir beschwert sich vor der Haustür schon wieder eine Katze. Ja, das ist die Katze von einer meiner Nachbarinnen. Und ja, das ist manchmal ein bisschen schwierig mit der. Geht hier, passt. Weil die Katze immer ewig draußen lässt. Naja. Gut, das war's für die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In der nächsten Folge bauen wir den Spaß hier fertig. Und falls ihr neu im Kanal seid, herzlich willkommen. Lasst mir gerne ein Abo da. Und nicht vergessen, wenn alles gut geht, gibt es morgen eine Modded-Folge, falls es euch am Sonntag gefallen hat. Das weiß ich jetzt noch nicht. Gut, bis dahin. Mein Name ist Eragol. Ciao.